Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 8 Village. Ja, letzte Folge war ich ein bisschen angepisst, hat man mir vielleicht angehört. Ah, manchmal ist das so. Wenn ich Situationen erlebe, die für mich ja, unfair erscheinen, ich weiß nicht. Man versucht hier wirklich die Munition, die man findet, rar zu halten, also nicht alles verballern und. Dann kommt eine Passage, wo man zum Teil glaubt, okay, wenn ich jetzt hier stehen bleibe und ständig schieße, kommen immer mehr Viecher und ich bin mir nicht sicher, ob man durch dieses Nest von den Lykanern, wo wir letzte Folge drin waren, ob man da schneller durchgekommen wäre, ohne so viel Munition zu verpulvern. Könnt ihr mir mal die Kommentare klatschen? Oder ob man sich da wirklich durchschießen muss? Ja, und dann war ich auch noch so in Rage, hab wirklich oft daneben geschossen. Ich habe mir die Folge noch mal ein paar Mal angeguckt. Ja, ich denke mal, gehört dazu und muss man auch auch mal zeigen, ne? Ich habe jetzt überlegt, ob ich die Folge lösche und neu lade, aber wäre ja Quatsch gewesen, weil ich habe dann nachher auf kurzzeitig noch mal gespeichert. Hätte ich es nicht gemacht, hätte ich es vielleicht nochmal gespielt, aber wäre vielleicht aufs gleiche Ergebnis gekommen. Das weiß ich halt nicht. Naja. Gut. Ja, dann kam ja noch der Endgegner. Wie gesagt, ich habe ja noch den Boss Lykaner vermisst, der ganz am Anfang im Dorf aufgetaucht ist, der wieder abgezogen ist. Der kam dann, den haben wir eigentlich relativ unbeschadet überstanden, den Kampf. Und jetzt bleibt wirklich nur noch Heisenberg, ne? Dieser Boss Lykaner war ja kein richtiger Endgegner, sage ich jetzt mal. War so ein deftiger Zwischengegner. Der letzte wird wirklich Heisenberg sein, also denke ich mir mal. Ne? So, weiter geht's. Wir haben jetzt so viele Schätze eingesackt, die müssen wir loswerden. Und ich komme hier immer noch nicht rein. Ich weiß nicht, wie ich da reinkommen soll. Aber gut, gehen wir erstmal zum Kaufmann. Kommen wir ja nicht weiter. Ja, jetzt sind wir einmal durch seine Festung. Ob es jetzt alles war, weiß ich nicht. Glaube ich zumindest nicht. Aber war noch mal der Dicke. Hier setzen wir gleich die Ich bin Flakons ein. hocherfreut, dich lebend wiederzusehen. Ja. Ein Glück, dass du kommst. Mir war gerade langweilig. Also mir nicht. Essen ist Leben. Großer Kristall war ein. Boah, davon haben wir 14. Alter, 80 Riesen. Kristalliner Hammer. Riesenaxt. Hallo. Das sollte reichen. So, 256.930 Lei. Neue Waren kriegst du auch nicht, wa? So, jetzt gönne ich mir das mal. Oh, ausgezeichnete Wahl. Was ist das? Warte mal,
Habe ich die Pistole? Warte mal, habe ich jetzt was Falsches gekauft? Nee. Ich hoffe, es wird nützlich sein. Da hattest du ein Auge drauf, was? So, Moment mal. Hals- und Beinbruch. Für erhöhte Feuerrate. Die Flinte haben wir ja nicht mehr. Habe ich die umsonst gekauft, den Scheiß. Egal, verkaufen wir wieder. Willkommen, Ethan. Nicht schlimm. Wir haben noch weitere Schätze. Aha! Ja. Staunst du, wa? Stecher, das kann weg. Ich kaufe das, weil du es bist. Nur, dass du es weißt. So. Die Magnum. Hm? Was? Ah, schon gut. Das war's. Wird man nicht so viel rein investieren? Moment bitte. Ich muss nämlich Munition kaufen, definitiv. Moment bitte. Beachte mich gar nicht. Aber der verkauft gar keine Magnum-Munition. Okay. Also 30. Nee, 15? Wieso 15? Wusste ich doch, dass dich das interessieren würde. Freust du dich drauf, es auszutesten? Gut, haben wir immer noch 140.000. Das ist doch gut. Okay, Pistolen, Munition ist wenig. Das ist in Ordnung. Das ist sehr gut. Magnum habe ich nichts mehr. Okay. Immer Heilung habe ich. Läuft. Okay, speichern wir mal ab. Und knallen die letzten Flakons hier rein. Oh, kein Flashback oder so. Und den letzten. Kelch des Giganten. Was? Heisenberg-Aufsuchung. Wollten wir hier noch irgendwas holen? Außer hier diesen einen Schatz. Ich keine Ahnung, wie ich da reinkommen soll. Matze, du wirst bestimmt die Hände über den Kopf zerschlagen, aber... Ich habe keine Ahnung. Ich komme hier nicht rein und... Hier geht es nicht. Ich weiß es nicht. Ist mir auch lax. Hole ich mir im nächsten Durchgang im Stream. Schloss Dimitrescu.
Genau, da wollte ich kurz hin. Ich wollte mal gucken, ob die Kurbel, die ich habe, vielleicht die Zugbrücke runterlässt. Sorry. Aber dazu muss es ja eine Apparatur geben, oder? Und die finde ich nicht. Ne, es gibt nichts, wo ich die Kurbel reinstecken kann. Aber dahinter, ne, wird der Schatz sein. Gut. Ist der halt weg. Müssen wir halt beim nächsten Durchgang besser aufpassen. Ich werde mal das neue Teil untersuchen. Umbrella-Zeichen. Die Flakons sind alle drinne. Nö, gibt nichts. War das? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Oh, guck mal da. Komme ich hier runter? Ohne mir die Gräten zu brechen? Ja. Schau mal einer an. Und guck mal hier. Hab ich doch was. Nur dafür? Oder muss ich hier lang, Leute? Ich sollte bestimmt hier hin, aber ich will mal ins Boot. Das ist noch ein Brunnen. Warte mal, waren wir hier noch gar nicht? Ich bin gerade verwirrt. Ich gehe mir erstmal hier lang zum Brunnen.
Schloss Dimitrescu. Also mir wurde gesagt, ich komme hier nicht mehr rein. Okay, ist auch so. Ich will da nicht runter. Nein. Komme ich denn da rein? Komme ich denn da hoch? Alles gewesen sein, oder? Tja, also von hier komme ich nicht weiter. Gut. Das war's. Dann können wir wieder zurück, oder? So. Na, kommen wir doch noch zum Schatz. Oh, meine Lieblingsaufgabe. Oh, das ging leicht. Oh, ich brauchte mich gar nicht beeilen. Das war easy, dann kriegen wir das da auch hin. Nein, das war scheiße.
Yeah. Du Penner. Oh, aber die gibt auch nicht Pistolenmunition. Nee, die kam hier raus. Okay, wenn es noch einer kommt, gehe ich raus. Die lassen nichts liegen. Wie soll ich denn das schaffen? Hier ist der Schatz drin. Hä? Ja, moin! Hier lang. Ja, weiter, 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 weiter. Danke! Trophäe, Grillsaison. Goldene Lady Dimitrescu. Und Magnum. Ein Schuss Magnum Munition. Laden wir gleich nach. Die Schüsse sind Gold wert. Nice. Gut. Kommen wir zurück. Auch noch weiter. Eine Art Höhle. Warte mal, ich gehe mal erst da runter. Fische, ich brauche Fische fürs letzte Gericht. War das der Geisterfisch? Kann das sein? Wenn das keine Forelle war, du. Gut, hier ist gar kein Symbol. Mir soll es egal sein. Das schon wieder, ey. Pistolenmunition, antike Münze. Oh, oh, wieso kriege ich hier so viel Munition? Frau
Angriff. Für? Eieiei. Schönes Ding. DNA-Sequenzierung abgeschlossen. 99,95%ige Übereinstimmung mit dem Dalwe-Mutamycet. Die Abweichung ist mutmaßlich Resultat künstlicher Veränderungen durch den Menschen. Was bedeutet, dass sich hier vermutlich die Quelle befindet? Weitere Untersuchungen notwendig, wie die Connections den Pilz finden und extrahieren konnten. Die Pilzkolonie erstreckt sich unter dem gesamten Dorf. Im Fall Baker hat sich gezeigt, dass die Wirte des Mutamycets Teil eines Bewusstseinsnetzwerks sind. Wenn dieses Netzwerk hier angebunden ist, können wir dann davon ausgehen, dass dem Organismus hier die Rolle eines Datenspeichers zukommt? Und wenn das der Fall ist, auf welche Daten hat Miranda es abgesehen? Gute Frage. Gut, das haben wir auch. Was war das? Was ist das? Was ist das? Was ist das da für eine Pflanze? Spielst du noch eine Rolle irgendwie? Weg hier. Schnell weg hier. Gut, dann können wir jetzt endlich Richtung Zeremonienplatz gehen. Irgendwie gab es auch in jedem gefühlten, jedem Resident Evil Teil eine Riesenpflanze, kann das sein? So Leute, wir sind da. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier noch einen Break und dann sehen wir uns nächste Folge wieder, wenn es heißt Resident Evil 8 Village und Face to Face mit Heisenberg. Bis dann. Ciao, ciao.